Die Freude an der Maifeier war gründlich getrübt bei dem Verein für Bewegungsspiele im Trendelburger Stadtteil Eberschütz. In der Nacht zum Freitag hatten Einbrecher wie die Vandalen in der Diemeltalhalle gehorst, Schränke aufgebrochen und den Inhalt von 3 Feuerlöschern in der gesamten Halle und den Nebenräumen verteilt. Die Stadt Trendelburg und der Verein schätzen die Schadenssumme auf über 50.000 Euro. 9 Abteilungen des VfB nutzen die Halle, von der Aerobikgruppe bis zum Spielmannszug. Darüber hinaus findet eine intensive Jugendarbeit statt. Erst vor wenigen Wochen haben die Mitglieder mit einer Renovierung begonnen. Jetzt ist der Spielbetrieb vorläufig eingestellt. Die Halle bleibt zunächst wegen der Gesundheitsgefährdung geschlossen.